Our speakers for the next talk. Unser Sprecher für den nächsten Talk ist Igor Sochinski Nikola Koller. Beide sind machen sehr viel Reverse Engineering, also Rekonstruktion von Hardware. Und einer von ihnen hat ein Python-Skript geschrieben, um die Intel Management Engines abzuschalten. Und heute möchten Sie darüber sprechen, über die Intel Management Engine sprechen und was real und was Mythen sind. Und unter anderem auch, was halt im Internet so behauptet wurde und was davon war und was falsch ist. Eine Runde Applaus für die beiden. Test. Könnt ihr mich hören? Okay, vielen Dank alle. Das sind eine ganze Menge Leute hier im Publikum. Es ist das erste Mal, dass ich vor so vielen Leuten spreche. Nun, mal schauen. Nur ein bisschen über mich. Ich bin ein Softwareentwickler in der Firma Hexrays seit 2008. Aber als Hobby und in meiner Freizeit mache ich halt Reverse Engineering. Also, ich bin kein Sicherheitsforscher. Also, alles ist. Mein normaler Job ist halt einfach Programmierer. Das ist einfach nur mein Hobby. Aber als mein Hobby habe ich Sachen gehackt, einfach aus Spaß. Zum Beispiel hier ist jetzt der Amazon Kindle erste Generation, der hässliche. Und ich habe da ein bisschen mit rumgespielt. Und das war für das iPhone, den seriellen Port. Und ich habe da ein bisschen mit rumgespielt. Dann habe ich mich interessiert. Wurde ich zunehmend interessiert für andere Technologien. Ich bin Nikola Korner. Ich mache auch Reverse Engineering als Hobby und interessiere mich für selbstgemachte Hardware. Ich bin momentan ein Student für Electronic Engineering in Milano und ich liebe es, meine eigenen Sachen von Grund auf selbst zu bauen, also zum Beispiel diesen PCB. Okay, und eine kleine Einschränkung oder eine Haft, also Ausschluss, alles was wir hier vorstellen, ist basiert auf öffentlichen Informationen und unseren eigenen Nachforschungen. Natürlich können wir nicht versichern, dass alles hundertprozentig richtig ist. Es ist einfach das, was unsere Meinung und unsere Sicht auf die Dinge ist. Und wir haben auch keine Verschweigbarkeitsklauseln mit Intel oder irgendwelche anderen Beziehungen mit Intel. Okay. Lasst uns weiterschauen. Und jetzt ein wenig über Intel Management Engine. ME ist, heutzutage heißt es Management Engine. Ursprünglich hieß es Manageability Engine. Das war so 2010 ungefähr. Heutzutage nennt Intel es Converged Security and Manageability Engine, also eine Engine, die alles zusammenbringt. Also es hatte früher einen anderen Namen, aber es ist im Prinzip all das Gleiche, also viele Sachen, die zusammengekommen sind. Und es hieß auch einmal Trusted Execution Engine, also vertraute Engine. Und es gab auch, und auf Servern gibt es auch Server Platform Services, also SPS, das auf Servern eingesetzt wird für Intel CPUs. Was ist jetzt Intel ME offiziell? Auf ihrer Webseite sagen sie, auf vielen Intel-Chips gibt es ein Untersystem, welches verschiedene Aufgaben wahrnimmt
Und es muss korrekt funktionieren, damit der PC ebenfalls seine Aufgaben wahrnehmen kann. Und das gilt ebenfalls, wenn der Computer im Schlafmodus ist. Also es ist halt ziemlich vage und ungenau, wie sie das Ganze beschreiben. Und was andere Leute dann sagen, ein Mythos ist, dass es eine Hintertür ist für die NSA und es keinen sinnvollen zivilen Zweck hat. Und ja, also Leute, dieser Mythos hängt auch damit zusammen, dass ich auch mal einen Talk darüber gehalten habe, wie man halt die Intel Management Engine benutzen kann, um halt Admin-Zugriff zu kriegen auf dem Rechner. Anmerkung des Übersetzers, er spricht jetzt über die Details von dem Exploit. Und im Prinzip geht es darum, dass er herausgefunden hat, dass gewisse Funktionalität in der Management Engine implementiert wurde. Und dann hat er sich das halt genau damit auseinandergesetzt. Und das Ding war eigentlich, ich habe eigentlich nicht wirklich ein richtiges Rootkit geschaffen, sondern es war einfach so ein Titel, um Aufsehen zu erregen. Aber ich habe halt damit rumgespielt und Sachen und dadurch Sachen möglich gemacht, um halt Zugang zu kriegen. Und okay, also die Management Engine hat einen Mikrocontroller auf der CPU oder besteht, also es verwendet einen Mikrocontroller auf der CPU und dieser Mikrocontroller kontrolliert dann die Management Engine. Und jetzt Anmerkung des Übersetzers, jetzt liest er gerade von seinen Slides einen Textauszug. Dieser Textauszug ist für uns als Übersetzer leider nicht lesbar. And so on. So, for example, ein weiterer Textauszug von Reddit, da gab es eine Diskussion und ein Beitrag sagt, that Intel is not entirely responsible for the ME. I imagine that NSA and other triple-letter agencies. Es geht darum, dass Leute im Internet der Meinung sind, dass dieser Chip von der NSA motiviert war und dass diese NSA für die NSA als Backdoor in diese Intel-Chips eingebaut wurde. The US government has a long-term plan to control the entire internet. Und es gibt dann Verschwörungstheorien, dass die US-Regierung alle CPUs weltweit kontrollieren will mit dieser Management Engine. Yeah, there was a discussion about limiting. Und hier ist ein weiteres Beispiel über eine Diskussion. Und eine anonyme Person fragt, wie kann ich mein Risiko reduzieren, wenn es einen weiteren unabhängigen Computer in meinem Computer gibt, auf den ich halt keinen Einfluss habe und den ich nicht deaktivieren kann. Und das hört sich alles sehr schlimm an. Aber ist das wirklich wahr? Und meine Meinung, nachdem ich mir das alles genau angeschaut habe, ist, also nachdem ich mir diese ganzen gefährlichen Sachen angeschaut habe, und nur um das zu beantworten, also, und ich sage, es gibt tatsächlich, also es gibt wahrscheinlich schon einen sinnvollen Einsatzzweck, und der Mythos ist wahrscheinlich nicht wahr. Management Engine wurde erschaffen, um tatsächliche Probleme zu lösen. Hier dazu ein bisschen Geschichte in Bezug auf Fernsteuerung. In den späten 90ern, da gab es Firmen, die halt nicht für jeden Computer eine Tastatur und einen Monitor haben, um die Computer zu steuern. Und dafür wurden verschiedene Technologien entwickelt, die hier abgebildet sind. Zum Beispiel 1997 wurde Wake on LAN, also das Aktivieren eines Computers über ein LAN-Paket, also das Anschalten eines Computers über ein LAN-Paket entwickelt.
und auch die Ausführung von beliebigen Code über das Netzwerk. Und in 2001 hat Intel weitere Standards entwickelt. Und allerdings dieser Standard basierte auf dem UDP-Protokoll und es hat keine Verschlüsselung mitgebracht. Aber 2003 kam dann ein weiteres Protokoll mit Entschlüsselung, Verschlüsselung. Und es gab dann auch weitere Nachforschungen. Und Intel hat dann das AMT auf dem Intel Developer Forum vorgestellt. Und wir haben neue Technologie, also Anmerkungen des Übersetzers. Das Slide ist leider gerade nicht lesbar. Und Intel sagte, dass diese Technologie wirklich sehr gut ist, ihr braucht sie, also diese AMT Management Engine. Und hidden inside the network card. Und network chip, which was on the motherboard. Und der Chip war ursprünglich auf dem Motherboard installiert. For example, it had ID redirection, so you could und damit war es möglich, ein Image über das Netzwerk zu booten und so konnte man den Computer dann übers Netzwerk fernsteuern mit einer seriellen Konsole über LAN. Und das Protokoll basierte seinerzeit ebenfalls auch auf XML. Und das Ganze war ziemlich populär und die Frage war dann halt, warum packt man das so eine Funktionalität auf die Netzwerkkarte und nicht auf die Southbridge? Und mehr Plattformen können dann ebenfalls davon profitieren. Und sie haben das weiterentwickelt, also 2007. Haben sie die erste Variante dieser Firmware veröffentlicht. Und sie haben die Quiet System Technology, also leise Systemtechnologie, herausgebracht, die dazu führt, dass wenn der Prozessor zu heiß geht, dass der heiß wird, dass die Ventilatoren stärker oder anspringen und versuchen, die CPU runterzukühlen. Und dieses Feature wird die Arbeit, also die Funktionsweise der Prozessoren verbessern. Sie haben ebenfalls Diebstahlschutz zu implementieren und sie haben ebenfalls weitere Ansätze verfolgt, zum Beispiel jetzt für Trusted Computing, weil viele Firmen, inklusive Microsoft, dieses Prinzip halt sehr vorangetrieben haben. Und it will be cheaper for people and so on. So, and then they added the first version und of Microsoft. Dann that's the first time it appeared. Und 2009 waren dann they moved to so-called haben sie ein Generation 2 Tool, also sie haben dafür eine neue CPU veröffentlicht und erstmalig war dann auch KVM Support, also Kernel Virtualization Features und Anmerkung des Übersetzers, ich bin mir gerade doch nicht sicher, ob KVM was mit Virtualisierung zu tun hat. Auf jeden Fall, das VNC Protokoll ist zur Fernsteuerung von Computern und die CPUs haben das dann auch unterstützt. Und auf jeden Fall gab es eine ganze Reihe von Technologien, die Intel zu ihren CPUs hinzugefügt hat, aber Intel hat sehr viele Features hinzugefügt, nicht unbedingt im Sinne der Sicherheit, sondern einfach, weil sie nützlich waren.
Und zum Beispiel die Kontrolle der Uhr im Computer. Nun haben die CPUs entsprechende Technologie, um sowas zu steuern. Und für den Kunden war das dann günstiger, weil er Material sparen konnte. Und es war etwas sicherer, weil sobald die Uhren gestellt sind, sind sie halt geschützt und können nicht durch andere Software im System geändert werden. Und auch Diebstahlschutz wurde hinzugefügt und ein dynamischer Allozierungslader wurde ebenfalls hinzugefügt. Und Silicon Workaround Capability, um Bugs in Hardware zu beheben. Und heutzutage können sie halt eine neue Firmware veröffentlicht für ihre CPUs und dadurch sind die Bugs behoben. Und das war die Motivation für all diese Sachen. Und ich denke, es ist ziemlich naheliegend, dass sie diese Sachen zu Management Engine hinzugefügt haben, um halt auch ihren Kunden Geld zu sparen und weil es nützliche Zwecke erfüllt. Und vor kurzem wurde entdeckt, dass Intel dieses HAP-Bit hinzugefügt hat zu ihren CPUs, mit denen man die Management Engine ausschalten kann. Und die Frage war dann halt auch, wenn die NSA Kontrolle über dieses Bit hat, warum würde die NSA ein Interesse daran haben, wenn sie eh den Computer kontrollieren können? Hier ist noch ein Textauszug. ME wurde nicht erstellt, um Menschen auszuspionieren, sondern es wurde geschaffen, weil es nützlich für SysAdmin, also für Administratoren sei. Und unter anderem auch, weil es halt viel mehr Möglichkeiten auf viel Ebene, viel tiefer, tiefgehender Ebene ermöglichen. Aber wahrscheinlich war das Ganze auch eine schlechte Idee, aber es hat eben auch Vorteile oder es hatte eigentlich gute Ideen dahinter. Aber es war halt nicht so gedacht, so schlimm, wie es dann im Endeffekt geworden ist. Ein weiterer Mythos ist, dass die Management Engine ist immer aktiviert, selbst wenn der Computer an ist. Und es ist an für sich war aber nicht so hundertprozentig. Und was die, also wenn der Computer schläft, dann kann der Computer in M1 sein, also der CPU schläft, dann ist die Management Engine immer noch teilweise aktiv. Und auch wenn der und wenn der Computer selbst aus ist, dann ist ebenfalls die Management Engine ausgeschaltet nach einiger Zeit. Also, aber sie kann noch in einem Wake-on-Learn-Modus sein. Also es ist nicht vollständig aus, aber es ist im Prinzip aus. Und es wartet halt nur noch auf Netzwerkpakete oder dass der Rechner sich halt wieder anschaltet. Und wenn man einen Computer ausschaltet, dann ist er für gewöhnlich aus. Wenn man AMT, also die Management, also wenn man MNT hat, kann man das im Computer festlegen, ob die Management Engine ausgeschaltet sein soll, wenn der Computer ausgeschaltet wird. Und diese Einstellung hängt von eurem System ab. Manchmal ist es konfiguriert, manchmal ist es das nicht. So another one.
ein weiterer Mythos. Man kann einen Computer blockieren mit einem Befehl, den man über die Luft schickt. Das war einmal wahr, aber das ist mittlerweile nicht mehr wahr. Und es war nur in der Reihe von MI Version 4.19 verfügbar. Und dafür muss auch der Diebstahlschutz aktiviert sein und der Computer muss ein Abo haben mit dem Diebstahlschutz. Und einige Zeit lang hatten die CPUs auch 3G Support, also aber das hat auch nicht immer funktioniert. Kind of brick PC had to be signed by the Intel. And so it had to go through Intel servers to be really active. Und dafür musste auch Kontakt zu den Intel-Servern bestehen, um das wirklich zu aktivieren. Und sie haben das auch wieder entfernt nach einiger Zeit. Dieses Feature gibt es nicht mehr. Und all die Diebstahlschutzlösungen gibt es nicht mehr. Oder sie wurden halt, es gibt sie nicht mehr. Ja. So, another one. Ein weiterer Mythos. Es hat Zugriff auf alle Daten im Rechner. Und die Realität ist, es ist etwas kompliziert. Es kann Zugriff auf den RAM haben. Es kann nicht die Festplatte direkt lesen. Es kann schon noch irgendwie zugreifen auf die Festplatte, auf Umwegen, aber ein direkter Zugriff auf die Festplatte ist nicht möglich. Und nach der Dokumentation, besondere Speicherbereiche oder also speziell geschützte Speicherbereiche können nicht abgefragt werden von der Management Engine. Und es hat Zugriff auf die integrierte Grafikkarte, aber es kann nicht den Frame Buffer direkt auslesen. Also es kann auch nicht Daten direkt entschlüsseln aus anderen Speicherbereichen. Es kann allerdings IDE oder USB-Geräte auf dem Host emulieren und dadurch dann auch auf Dateisysteme zugreifen. Aber das ist jetzt eigentlich nicht direkt das Management Engine, sondern einfach ein anderes Modul, das die Management Engine benutzt. Das von der Management Engine benutzt wird. Aber wir wissen vieles nicht. Es kann einige Sachen zugreifen, auf einige Sachen zugreifen, aber nicht auf alles. Mythos 5 ist, es ist eine Blackbox und wir können es nicht auditieren, weil es closed source ist. Und wir haben hier eine Twitter-Nachricht, die besagt, und zwar ging es darum, dass es halt einen Angriff auf die Implementierung der Spezifikation gab. Und every time it says must not, check that they did not. Und every time it says should, assume that they did not do it and test for it. Anmerkung des Übersetzers, es ist gerade echt schwierig, dem Vortrag zu folgen. Also der Tweet besagt, dass man sich den RFC-Standard dazu anschauen soll und überprüfen soll, ob es alle Sachen macht, die es machen soll, alle Sachen nicht macht, die es nicht machen soll und bei allen Sachen, die es machen kann, davon ausgehen soll, dass es diese macht und dann überprüfen, ob es diese wirklich macht. Und There is black box auditing.
dann gibt es noch Blackbox-Analyse oder Verifizierung. Und viele, also generell können halt viele Produkte auch verifiziert werden oder auf ihre Funktionalität verifiziert werden, ohne den Quellcode zu haben. Das ist ja nichts, was neu erfunden werden muss. Und es gibt eine Masterarbeit, die lautet Security Evaluation of Intel's Management Technology, also eine Sicherheitsanalyse der Management Engine. Und das Ergebnis dieser Arbeit ist, dass er versucht hat, Lücken in der Spezifikation finden kann. Und er hat tatsächlich Lücken in der Spezifikation gefunden und das waren tatsächlich Bugs. Zum Beispiel die CPU sollte nicht den Activation Server pingen, bevor andere Bedingungen eingetreten sind. Und dann stellt sich eben auch voraus, dass Intel die Spezifikation nicht vollständig richtig implementiert hat. Und jetzt, nachdem Intel die Firmware angepasst hat, ist alles viel mehr konform in Bezug auf die Spezifikation und auch was Bugs angeht. Und die Firmware von der MI ist im Flash-Speicher auslesbar, also sie ist nicht verschlüsselt, also man muss halt nur rausfinden, wie man die Sachen ausliest. Und ich denke auch, dass das ein besserer Ansatz ist, als den Binärcode zu analysieren. Und man sieht, was tatsächlich ausgeführt wird und nicht, was die Autoren denken, was ausgeführt wird. Und das ist viel besser, als wenn man jetzt irgendwelche Kommentare hat, die einen nur verwirren. Und wir haben auch eine Goto-Instruktion gesehen und da war nicht wirklich klar, was sie eigentlich macht sowas sieht man halt echt nur, wenn jetzt keine Preprocessor-Anweisung den Blick auf solche Sachen versperren. Es dauert natürlich sehr lange, diese Sachen zu analysieren. Es dauert sehr lange, das alles zu analysieren. Und wir haben einige Bugs dann auch gefunden. Und auch andere Leute haben noch Bugs gefunden. Und es hat schon gereicht, einfach das Netzwerk oder den Netzwerkverkehr zu beobachten, um Bugs zu finden. Ein anderer Sicherheitslücke oder ein anderer Fehler, der gefunden wurde, bezog sich auf die Digest-Summen, die in den Netzwerkpaketen drin waren. Und auch das wurde ohne den Zugriff auf den Quellcode herausgefunden. Und das letzte war ein Pufferüberlauf, der ebenfalls durch statische Analyse im Firmware-Code herausgefunden wurde. Und um es zusammenzufassen, man kann also auch ohne Quellcode und auch ohne Rekonstruktion oder Reverse Engineering herausfinden, wie so ein System funktioniert. Und Mythos 6. Man kann mit der Management Engine ein unerkennbares Rootkit schaffen, das sehr gut verborgen ist. Und da haben einige Leute schon drauf gearbeitet und sie haben einen Bug in einigen BIOSes gefunden und damit konnte man dann auch auf das MI-Modul zugreifen und es war ihnen auch möglich, in den MI-Speicher Code hineinzuschleusen und dadurch Code auszuführen. Und das Problem ist eigentlich, die Infektion muss bei jedem Neustart erfolgen, weil die Änderungen nicht dauerhaft sind. Und Intel hat das mittlerweile auch behoben, so dass das nicht mehr möglich ist. Und
Patrick Steben, who made some. Und Patrick Steben hat ein Buch geschrieben, wie man DMA-Angriffe erkennen kann. Und Anmerkung des Übersetzers, ich verstehe jetzt nicht genau, was mit DMA gemeint ist. Dann zum nächsten Mythos, Mythos 7. Benutzer können nichts machen bezüglich Mensch mit Engine. Und ich denke, das ist ein Mythos. Also was können wir darüber, was können wir machen? Ja, ungefähr ein Jahr, vor einem Jahr habe ich mit Corbett rumgespielt und ich habe mich gefragt, was kann ich dagegen tun, kann ich die Intel-ME-Firmware vielleicht entfernen? Und die häufig gestellten Fragen von Liebeboot hatten eine Antwort, und zwar haben die gesagt, dass vor Version 6, also vor mit auf System vor 2008 kann das entfernt werden, aber leider ist es halt nicht mehr verfügbar, weil es halt mit Version 6 aufgehört hat. Und wenn man jetzt die ME-Firmware entfernt, dann wird der PC nicht mehr hochfahren oder nach 30 Minuten sich automatisch ausschalten. Also es wirkt so, als wäre es eine künstliche Sperre und nicht wirklich erforderlich. Und wir versuchen, ob wir das vielleicht umgehen können. Und ich habe auf der Mailinglist von Corbett eine E-Mail gefunden, auf der in der stand, dass einer versucht hat, die ersten 4 Kilobyte von der Intel ME-Firmware zu entfernen hat und hat festgestellt, dass der PC sich immer noch einschalten ließ und auch nicht nach 30 Minuten ausging. Und ein paar Tage später fand er sogar heraus, dass er sogar weitere Teile entfernen konnte, ohne den Bootvorgang zu beeinflussen. Und also habe ich ausprobiert, das nachzumachen und um das nicht mit einem Hex-Editor manuell zu machen, habe ich ein Programm geschrieben, ME-Cleaner, ein Python-Script, das es ermöglicht, jede Intel-ME-Firmware zu dem wirklich, wirklich nötigsten Minimum drunter zu brechen. Also lass uns anfangen, wo ist überhaupt die Intel-ME-Firmware? Sie ist auf dem gleichen Speicherchip wie der BIOS und der UEFI, in derselben Speicherbereich. Und Lesen und Schreiben ist dadurch sehr einfach, wenn man entweder einen externen Programmierchip verwenden kann über das SPI-Interface oder in manchen Fällen kann man auch ein Tool benutzen, um den BIOS zu flashen und darauf zu zugreifen. Das ist überhaupt erst möglich, weil die Chips in dem System partitioniert sind. Das ist der Intel Flash Decryptor, der eben verschiedene Partitionen im SPI-Chip enthält. Also wir haben zuerst eine Descriptor-Region, also eine Art Partitionstabelle und verschiedene Partitionen, also zuerst den BIOS oder eben auch die Intel ME-Firmware oder so. Und diese Regionen können halt eben analysieren, extrahiert und bearbeitet werden mit Tools wie IFD-Tool vom Coreboot-Projekt. Also erster Schritt, lass uns erstmal versuchen, alles zu entfernen bis auf den FTPR. Also der scheint für den Bootvorgang erforderlich zu sein. Die Intel-Firmware ist auch partitioniert und es gibt eine FTPR, das ist die Firmware Partition Table mit einer Liste von allen Partitionen innerhalb der Firmware. Und wir können sehen, dass es den FTPR-Partitionen und es gibt eine Partition NFTP mit dem Network Stack dazu, also mit der Netzwerkfunktionalität. Und die kann man sehr einfach entfernen, weil es gibt diese Einträge und jeder hat Offset, also eine Größe und ein Startpointer, sodass man einfach diesen Bereich überschreiben kann. Die Partitionen sind zwar signiert, aber sie sind einzeln signiert, sodass man einfach die gesamte Partition entfernen und dann ist die Signatur auch direkt mit weg. Darüber hinaus ist die FTP, also diese Partitionstabelle, nicht signiert ist, also können wir die auch beliebig bearbeiten. Also hat er es ausprobiert und die Ergebnisse auf seinen PC geflasht und es hat funktioniert. Der nächste Schritt war zu versuchen, die LZMA-Module zu entfernen.
Hier wird es ein bisschen komplizierter, also lass uns erstmal das Layout von der Intel ME-Firmware anschauen. Also zuerst haben wir den SPI-Chip, der enthält verschiedene Bereiche, zum Beispiel den Descriptor, den BIOS und die ME-Firmware. Und innerhalb der ME-Firmware gibt es wiederum verschiedene Partitionen, zum Beispiel den FDPR und den MTP, die wir gerade schon gesehen haben. Und innerhalb von jeder dieser Partitionen gibt es verschiedene Module. Die Module können entweder komprimiert sein auf zwei verschiedene Methoden, zum Beispiel LZMA, und sie haben verschiedene Kompressionsmethoden verwendet. Auf der anderen Seite. But can be done directly. Ich verstehe ihn gerade akustisch sehr schlecht. Huffman to compress the early stages. Also sie haben versucht, die zuerst geladenen Minuten mit Huffman zu komprimieren und die Module, die später erst geladen werden, mit LZMA. Also verschiedene Partitionen haben verschiedene Strukturen, aber wir interessieren uns nur für den FDPR-Partition, und das ist eine Code-Partition. Darüber hinaus ist die Struktur von den Partitionen verschieden in den verschiedenen Generationen von Intel. Also die erste Generation ist nicht interessant für uns, weil man ja die Intel ME schon so entfernen konnte komplett. Also lass uns mit Generation 2 anfangen. Das ist das Schema der Generation 2. Also wir haben einen Manifestbereich, der die Signatur der Modulliste enthält, und wir haben verschiedene Modulen, und jedes Modul hat einen Namen, einen Startpunkt, eine Größe und eben einen Hash, also eine Prüfsumme. Und das heißt, dass die Module nicht wirklich signiert sind, sondern nur gehasht, und die Liste der Hashes signiert ist. Das heißt, wir können, wenn man einen Hash modifiziert, heißt es nicht, dass andere Module, die davor geladen werden, nicht geladen werden. Das heißt, wir können den Bootvorgang des Systems abbrechen, indem wir einen Hash verändern, dann werden alle Module davor geladen und alle Module ab dem Zeitpunkt nicht mehr. Und das habe ich ausgenutzt, um alle Partitionen außer FDPR zu entfernen und nur die Huffman-komprimierten Module zu behalten. Und der hat es wieder auf seinen Rechner geflasht und ausprobiert, und das funktionierte immer noch. Aber es gibt immer noch die Huffman-Module, und dagegen wollte ich auch noch was unternehmen. Und es gab leider nur sehr wenig Online-Dokumentation für die Huffman-Module. Also habe ich mich auf den Source-Code von einem Dekompilierer berufen. Während die LZME-Modules einfach nur ein großer Block an Daten waren, sind die Huffman-komprimierten Module fragmentiert. Also es gibt eine Partitionstabelle, ein Huffman-Stream, und es gibt eine Local-Lookup-Table, also eine Nachschlagetabelle, die eine Liste enthält mit Einträgen, welche erstmal einen Valid-Flag haben, also ob sie gültig sind oder nicht, und ein Offset, also einen Startpunkt, und der Startpunkt zeigt auf die Huffman-Chunks. Also wir haben fixierte Länge der dekomprimierten Daten, aber die komprimierten Daten haben eine Variable Größe, und das wurde wahrscheinlich verwendet von Intel, um die Komprimierung der Huffman-Module noch zu verbessern seitens Intel. Aber als ich das einmal verstanden hatte, war das Einzige, was ich machen musste, eine Liste zu erstellen aller Module, die nicht entfernt werden konnten, weil sie Teil eines Moduls waren, das ich nicht entfernen wollte, und alle anderen zu entfernen. Also habe ich ausprobiert,
Das ist erstmal das Modul zu entfernen mit den unwichtigsten Namen, FTCS, und es funktionierte wieder. Also machte ich weiter und versuchte herauszufinden, welche Module wirklich erforderlich waren, zum Hochfahren erforderlich sind. Und zwar wirklich, es sind wirklich nur zwei Module, die für den Boot erforderlich sind. Und das erste ist BOP, der initialisiert das ganze System und schaltet diesen 30-Minute-Watchdog auf, also der das System nach 30 Minuten herunterfährt. Und dann gibt es noch das ROMP-Module, was nicht immer vorhanden ist, und es ist sehr, sehr klein, nur 2 Kilobyte oder so, und es enthält nur Konfigurationsdaten, die vom BOP-Modul verwendet werden. Interessanterweise gibt es keinen Kernel, weil der Kernel konnte auch entfernt werden. Also wirkt es so, als könnte man mit Generation 2 einen voll funktionsfähigen PC haben, ohne dass der Kernel in Intel Management Engine laufen muss. Ja, dann lass uns zum nächsten Schritt gehen, Schritt 4, und versuchen, den freien Speicher wieder zurückzubekommen. Warum? Ja, ich habe Coreboot verwendet und das Intel Firmware Engine ist ungefähr 5 Megabyte groß, aber nach den ganzen Entfernung ist es natürlich viel, viel kleiner, und ich wollte diesen freien Speicher frei bekommen, um da einen Linux-Kernel direkt in den Chip reinzuspeichern. Warum? Ja, warum nicht? Also habe ich angefangen, den Speicherbereich da abzuschneiden, wo das letzte Modul aufhört, aber das hat nicht so gut funktioniert. Und ja, wie erwartet, hat Intel Management das nicht bemerkt, weil der Speicher dann nicht mehr gebraucht werde. Aber das war mir nicht genug, weil es immer noch viel Speicher gibt, der zwischen den Modulen steht, zum Beispiel zwischen dem FPT, also der Partitionstabelle, und dem FTPR. Da ist viel freier Speicher zwischen, und der ist natürlich dann verloren. Weil da die Partitionen waren, die ich jetzt entfernt habe und die jetzt nicht mehr da sind. Also ungefähr 1 Megabyte. Und ich wollte diesen freien Speicherplatz irgendwie wiederbekommen. Also musste ich irgendwie herausfinden, wie ich die Partitionen aneinander schieben kann, sodass dazwischen kein freier Speicherplatz mehr verloren geht. Also heißt es, ich muss die Partitionen verschieben und dann den Offset in der Partitionstabelle, also den Startpunkt-Partitionstabelle, anpassen. Aber dummerweise geht es nicht in der Generation 2, weil es danach aussieht, als ob manche Startpunkte nicht auf den Startpunkt des Moduls zeigen, sondern auf die Position relativ zur Partitionstabelle, also den Abstand sozusagen. Aber zum Glück waren sie nicht signiert. Nach einer Menge Versuche und meinem Laptop viel oft zu flashen, habe ich herausgefunden, welche davon für dieses Verhalten verantwortlich waren, und habe die entfernt und das Ergebnis ausprobiert, und es funktionierte erneut. Und das ist die aktuelle Situation. Ausgehend von einem 5 Megabyte großen Abbild sind jetzt nur noch 84 Kilobyte, der immer aber noch sehr, sehr viel freien Speicherplatz enthält. Den ich nicht wiederbekommen konnte. Also ausgehend von 5 Megabyte haben wir jetzt nur noch so ungefähr 50 Kilobyte. And just to have an idea, nur um mal einen Eindruck davon zu bekommen, das ist der Größenvergleich zwischen meinen Speicherabbilden. We have a small partition of FTPR. Es gibt also sehr, sehr kleine Partitionen, und dafür jetzt aber ein Intel-Kernel in das Speicherabbild integriert. Im FTPR ist das Einzige, was wir wirklich benutzen, das BOP und teilweise dieses ROMP, also wirklich, wirklich wenig Speicher. So.
Und jetzt würde ich gerne meine Arbeit natürlich auch auf Generation 3 übertragen. Also bitte geht jetzt nicht raus. Bei Generation 3 war es nämlich wirklich, wirklich viel, viel einfacher, weil die interne Partitionsstruktur sich verändert hat. Also ohne irgendwas anzupassen, konnte ich alles entfernen, bis auf den FTPR, weil da die Struktur identisch war. Aber die interne Struktur der Partition hat sich verändert. Und das ist das neue Schema der internen Partition, die Code-Partitions. Es fängt an mit dem Code-Partition Directory, also dem Verzeichnis der einzelnen Code-Partitionen. Da gibt es drei verschiedene Arten von Einträgen. Also der Name der Partition .man, also das ist der alte. Dann gibt es noch Metadaten und Daten des Moduls. Und auch der Vorgang der Signaturen hat sich verändert. Also es gibt jetzt drei verschiedene Module, die sich gegenseitig signieren. Aber zum Glück werden die Hashes immer noch nicht ausreichend überprüft. Also können wir weiterhin einfach die Hashes manipulieren, ohne dass das System dann das bemerkt und nicht mehr bootet. Also das ist die Liste der verschiedenen Typen an Modulen, die es gibt. Und ich habe wieder angefangen auszuprobieren, welche Module wirklich erforderlich sind und welche nicht. Und es wirkt so, als ob es nur vier Module gibt, die wirklich erforderlich sind. Und zwar Syslib. Es ist eine sehr, sehr kleine Partition. Vermutlich das, was dem ROMP entspricht, dem Kernel, und erneut diese BOP-Partition, die den Timer deaktiviert und den Boot-Prozess kontrolliert. Nach ein paar Wochen an meiner Arbeit, haben Sicherheitsforscher deren Ergebnisse veröffentlicht und meine Arbeit bestätigt und darüber hinaus noch einen Zusatz gefunden, und zwar dass Intel M-Engine, also die Management Engine der dritten Generation, hat einen Killswitch, also einen Ausschalter sozusagen, das HAP-Bit. Wenn man darüber mehr erfahren möchte über dieses HAP-Bit, sollte man diesen Blogpost lesen. Hier sage ich nur, dass es ein Bit ist, wenn man es auf 1 setzt, dann schaltet sich die Management Engine einfach aus. Direkt nachdem das BOP-Module, also das Startmodul, geladen wurde. Der Ego Skocinski hat noch ein weiteres Bit gefunden, und zwar das Alt Me Disable Bit, was dasselbe bewirkt, aber in der zweiten Generation. Also haben wir zwei verschiedene Bits, einer in Generation 2 und eines in Generation 3. Die Intel Management Engine deaktivieren kann, ohne dass wir den Code modifizieren müssen. So, the final result also, is that, im Endeffekt haben wir herausgefunden, dass die Kombination aus dem HAP-Bit in Generation 3 und das Alt-Me-Disable-Bit in Generation 2 zusammen und das Entfernen von Code uns ermöglicht, die Intel Management Engine komplett zu deaktivieren, direkt nach der Initialisierung der Hardware. Darüber hinaus zwingen diese Bits dazu, die Management Engine dazu, sich abzuschalten, aber darüber hinaus auch noch dem System trotzdem zu signalisieren, dass alles gut ist. Also werden sie scheinbar für kommerzielle Implementationen von BIOS-Systemen zu benutzen. Um das zu überprüfen, habe ich das Programm Intel ME Tool vom Core Boot Project verwendet. Das sind die Ausgaben von einem ThinkPad X220T mit einem Sandy-Bridge-Prozessoren. Und es gibt zwar einen Error-Code, dass das Image Failure, also Fehler des Speicherabbildes, also er hat es versucht zu laden, aber eben das Evaluieren der Hashes ist irgendwann abgebrochen wurde. Der aktuelle Fortschritt steht immer noch auf dem BOP. Also die Management Engine versucht immer noch den Kernel zu laden, aber das geht nicht, weil der nicht korrekt gehasht ist. Wenn man das Alt ME Disable Bit verwendet, das stellt man fest, dass der Status von der Management Engine sich verändert hat und der jetzt besagt, dass die ME Disable
gelevelt ist und keinen Fehler bereitstellt. Also ist alles in Ordnung. Und dank der Nachforschung von anderen Leuten habe ich herausgefunden, dass das Programm ME Cleaner auf den meisten Systemen mit aktuellen Prozessoren über verschiedenste Generationen hinweg erfolgreich funktioniert. Auch die Größe der Firmware verringert sich um einen großen Bereich. Also in Generation 2 geht es von ungefähr 5 Megabyte oder 1,5 Megabyte, je nachdem, welche Firmware man verwendet, auf 84 Kilobyte runter. Und in Generation 3 sogar von 6,6 Megabyte oder 2 Megabyte, je nachdem, welche Version man installiert hatte, auf 330 Kilobyte. Also wirklich ein großer Sprung. Und viele der Funktionen, die man nicht haben wollte, sind jetzt weg. Also es gibt jetzt kein Intel ME-Kernel mehr in Generation 2. Es gibt kein Network Stack mehr oder kein AMT in der Intel Management Engine mehr. Der dynamische Application Loader und die Trusted Platform Module ist auch eben entfernt worden. Es kann sein, dass schlimme Dinge passieren, also auf manchen PCs, je nachdem, welche Firma man installiert hat, kann es sein, dass der PC sich aufhängt, also der PC geht nicht mehr an. Manchmal kann es dazu führen, dass man einen verzögerten Startvorgang hat, also dass es ein paar Sekunden dauert, bis es losgeht. In manchen Systemen mit einem Doppel-BIOS wenn man den ME Cleaner ausgeführt hat, werden die Änderungen wieder rückgängig gemacht. Also das wird automatisch wieder rückgängig gemacht und manchmal gibt es irgendwelche Warnmeldungen beim Bootvorgang und es sagt, dass man F2 drücken muss, um fortzufahren. Aber das ist alles eigentlich gar nicht so schlimm. Darüber hinaus sind manche Funktionen jetzt nicht mehr da. Also man kann zum Beispiel nicht mehr übertakten, weil die ICC-Partition, die zum Übertakten erforderlich ist, vom ME-Cleaner jetzt entfernt wurde. AMT anymore. Ja, das gleiche gilt für AMT und PAVP. Also PAVP ist der abgesicherte Audio- und Videopfad, also irgendwas mit DRM könnte jetzt nicht mehr funktionieren und Teile von SGX und eventuell noch weiteres. Also manche sagen halt, das ist ja eigentlich gut, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal überprüfen. Also machen wir mal ein Demo, eine Vorführung. Also da ist das ursprüngliche ME-Image, was ist 5 Megabyte groß ist. Jetzt führen wir ME Cleaner darauf aus und das ist jetzt abgeschlossen. Und wir können jetzt sehen, dass das modifizierte ME-Image jetzt nur noch 40 Kilobyte groß ist. Und man kann sehen, dass der Vergleich von den beiden zeigt, der zeigt, dass nur noch eine Partition vorhanden ist. Jetzt schreiben wir die aktuelle Firmware, die läuft, in eine Datei. Und es gibt zwar ein paar Warnmeldungen aus, aber wir ignorieren das mal. Was kann schon schief gehen? Und jetzt extrahieren wir die Firmware von diesem Dump. Und wie man sieht hier, eine 84 Kilobyte große Flash-Region 2, die ist 84 Kilobyte groß, das ist die Intel Management Engine. Und wenn man die vergleicht mit der, die ich jetzt gerade eben erzeugt habe, sieht man, dass es dieselbe ist. Also das zeigt, dass ich meine aktuelle modifizierte Version auch gerade ausführe. Und wie man sieht, ist die Intel Management Engine beim Initialisieren festgesteckt und der Status sagt aus, dass die Intel Management Engine deaktiviert ist. Und es kann nicht sagen, welche Funktionen es bereitstellt, weil eben dieser Teil der Firma entfernt wurde. Ja, was könnt ihr tun? Ihr könnt zuerst einmal ME Cleaner auf eurem eigenen
eigenen Rechner ausprobieren. Seid natürlich vorsichtig, weil es kann natürlich immer etwas schief gehen. Es ist ein bisschen gefährlich. Also man sollte sich vorher eine Möglichkeit überlegen, den PC wiederherzustellen, wenn es fehlschlägt. Ja, wenn es nicht, egal ob es gut läuft oder schlecht, in beiden Fällen bitte Bescheid sagen. Und darüber hinaus möchte ich noch einigen Leuten dafür danken, dass sie direkt oder indirekt mir bei dieser Nachforschung geholfen haben. Ja, hier gibt es noch einige Quellen. Und ja, das war's. Hier gibt es noch einige Links zu unseren Projekten. Und das sind auch einige Projekte, um mit der Management Engine zu arbeiten, wenn euch das interessiert. So you can dump the images and und damit könnt ihr auch die Images auslesen und speichern und damit weiterarbeiten. Und ich, wird auch ein Wiki geben und dann können wir zusammen mehr Informationen zusammentragen und mehr Untersuchungen anstellen und besser verstehen, wie es funktioniert und noch mehr Sachen herausfinden. Und ich denke, wir können jetzt einige Fragen nehmen. Thank you, Igor. Thank you, Nicola. Ja, danke, Igor. Danke, Nicola. Wenn ihr eine Frage stellen wollt, stellt euch bitte in die Schlangen an den Mikrofonen. Hier sind sechs Mikrofone im Raum, also sucht euch einfach das nächste. Und wenn ihr gehen wollt, dann bitte nur auf der rechten Seite. Danke. Gibt es Fragen aus dem Internet? Hallo? Currently not. Momentan noch nicht. Alright, so danke. Gut, dann Mikrofon Nummer 1. Kann die Intel Management Engine gemapptes Input-Output darauf zugreifen? Ich denke nicht, denn das verwendet DMA, also Direct Memory Access, und ich denke nicht, dass Direct Memory Access darüber funktioniert. Aber ich habe es natürlich nicht überprüft. Deshalb, aber ihr könnt mal Maxim fragen, vielleicht kann er es ausprobieren und überprüfen, ob es funktioniert. Aber soweit ich sagen kann, nein. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Mikrofon Nummer 3, bitte. In deinem Vortrag hast du das Problem beschrieben, dass ein Computer unbootbar werden kann. Also wie sicher ist es jetzt, euer Programm, oder wie sicher ist es halt, Forschung damit zu betreiben und diese Sachen auszuführen von euch? Okay, also zuerst mal kein einziger Laptop wurde beschädigt oder verletzt während dieser Nachforschung. I have here my laptop. Ich habe meinen eigenen Laptop ungefähr 40 oder 50 Mal gebrickt, also aufhängen lassen, und es funktioniert immer noch. Also ich denke mal, das beantwortet deine Frage schon teilweise. Also ja, wenn man Zugriff hat auf ein externes Programm und einen gültigen Dump, eine gültige Kopie der Firmware hat, dann kann man das immer wieder zurückspielen. Also man sollte immer ein externes Programm verwenden und wirklich, wirklich vorsichtig sein bei dem ersten Kopieren der Firmware. Zum Beispiel habe ich einen SPI-Chip wirklich, wirklich kaputt gemacht. Also ich habe ihn dann ausgebaut und einen anderen eingelötet und darüber die Firmware zurückgeflasht, und es funktioniert immer noch. Also immer mit einem externen Programm arbeiten, aber dann ist man sicher. Mikrofon Nummer 4, bitte. Hi. Also wirklich guter Vortrag. Eine kleine Frage. Sorgt dafür, wenn man die MI ausschaltet, ob das den Stromverbrauch reduziert? Ich denke ja, aber weil man keine Intel Management Engine mehr laufen hat, kann man es nicht überprüfen. Aber also der Punkt ist, dass die Intel ME so produziert ist, dass sie so gebaut wurde, dass der Stromverbrauch wirklich, wirklich minimal ist. Also wird wahrscheinlich die Entfernung der Intel Management Engine nicht so viel
schnell ändern. Wenn die Steuerung der Systemuhr entfernt wird, dann kann es natürlich dazu führen. Wenn die Taktung des CPU, also die Kontrolle der Taktung des CPU ausgeschaltet ist durch dieses durch das Überschreiben von der Management Engine, dann kann das dazu führen, dass der Stromverbrauch größer wird, weil man nicht runtertakten kann. Okay, danke. Mikrofon Nummer 5, bitte. Habt ihr Zug, also seid in Kontakt mit der mit Intel, so dass sie halt nicht in der Zukunft ihren ganzen Code signieren, so dass es immer noch möglich ist, Sachen zu verändern. Ich habe leider nicht ganz verstanden, was du meintest. Sollen sie anfangen zu signieren? Also die Frage ist, also ich habe, also wollte jetzt. Ich habe gesagt, dass sie bisher nicht verschlüsselt sind. Sie haben angefangen, ein Modul zu verschlüsseln bisher. Und einige Leute auf Twitter behaupten, dass das mit einem Vertrag mit Netflix zu tun hat und irgendwelche DRM-Schlüssel verstecken sollen. Aber der Rest der Firmware ist immer noch unverschlüsselt. Also kann man den immer noch extrahieren und dekompilieren oder sich anschauen. Und es macht irgendwie keinen Sinn, dass sie damit anfangen sollten, das mit dem Rest zu tun. Rely on the obfuscation. Weil das nicht davon abhängig ist, das zu verstecken. Also es gibt keinen Grund für Intel, das zu tun. Also ich glaube, dass es für die nahe Zukunft auch weiterhin unverschlüsselt bleiben wird. Mikrofon 2, bitte. Etwas früher habt ihr über einen Speicherbereich gesprochen, der auf die Management Engine gemappt wird. Ist das Teil des Hauptspeichers des eigentlichen Computers oder ist das eine andere Speicheroperation, eigener Speicherbereich? Ja, das ist der UMA, also der vereinheitlichte Speicherbereich. Und das hat scheinbar damit zu tun, wie verschiedene Grafikkarten funktionieren. Also es nimmt ein Teil des Arbeitsspeichers und verwendet den, um die Grafik beizustellen. Aber der CPU kann darauf nicht zugreifen. Also der BIOS konfiguriert das und alloziert den Speicher und die Register dafür und danach besteht darauf kein Zugriff mehr. Und das war, als in 2009 die Intel Management Engine das erste Mal geknackt wurde. Aber wenn die Register erstmal konfiguriert sind, dann kann der Speicher nicht von der CPU nicht mehr zugegriffen werden. Aber theoretisch könnte man natürlich mit einem Hardware-Zugriff den Speicher abrufen. Aber sie haben einen Integritätscheck auf dem Speicher. Also wenn die Intel Management Engine feststellt, dass dieser Speicherbereich modifiziert wurde, dann schaltet es den Rechner automatisch aus. Also da ist auch Schutz vor Sicherheit. Leider gibt es immer noch Fragen, aber die Zeit ist jetzt leider vorbei. Können die Leute euch noch Fragen nach weitere Fragen stellen? If you have other questions, we can talk. Okay. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, können wir hinterher noch hier vor der Bühne sprechen. Danke.